Nachname. Die Nadel wartet. Bisschen im Internet surfen vielleicht. Musik hören. Kommt keiner rein. Dann wollen wir mal ein bisschen Musik hören. So. Ich möchte eigentlich gerne mal jetzt Schimmeliges Brot hören. Muss ich sagen. Eine spanische Marquise namens Teresa. Der Hand ein schimmeliges Brot. Hält in der Hand ein schimmeliges Brot. Ich hoffe, dass ich hier Internet davon habe. Man kann es nicht wissen. Zack. Gehe ich jetzt gar nicht auf. Ich gehe trotzdem auf Rockmusik, mein Kanal. So. Aber wie komme ich jetzt, wenn ich nicht eingeloggt bin, auf meine Favoriten? Tada. Sommerhit hat schon 61.000 Aufrufe. Ach nein, ach, ich meine 6.151. Eine spanische Marquise namens Teresa hielt in der Hand ein schimmeliges Brot. Ich krieg hier nichts geregelt. Ja, wie kommt man denn? Bitte schön. Hier. Anders. Wieso kann ich denn jetzt nicht was eingeben? Wie kann man überhaupt nichts eingeben? Bringt nichts, über meinen Kanal zu gehen. Also machen wir das so. Schimmeliges Brot. Da haben wir. Thank you.
Ja. Hallo. Nochmal auf Pause. Guten nicht, Tag. Nicht zu laut, nicht zu doll, ne? Sie sollen ja entspannen. Ja, ja, nee, das mache ich nur jetzt. Habe ich beim ja. Warten. Ich warte nicht gerne. Ich habe mal eine Frage. Ich habe Sie ja letztens gefragt, ob Sie mir nochmal Physiotherapie. Wann war denn die letzte? War die letztes Quartal begonnen oder dieses Quartal? Also wenn ich ja, das war im letzten Quartal. Ja, das ist kein Problem. Wie machen wir das? Ich habe wirklich... Ja, kriegen Sie ein Rezept? Ich habe so wirklich... Die Rückenprobleme sind mal besser, mal schlechter. Mhm. Ich habe hier so eine Taubheit manchmal. Mhm. So ein manchmal. Gefühl. Ja. Und ich mache mir manchmal Sorgen, denke ich, ist das jetzt der linke Arm, ist das jetzt das Herz? Aber... Glaube ich nicht. Ich glaube, das kommt alles irgendwie vom Rücken. Dann habe ich bei dem Physiotherapeuten mir so ein Plakat angeguckt, wie ein bestimmter Nerv verläuft. Mhm. Und dann versorgte der irgendwie auch hier so und die beiden Finger. Der Nervus medianus, der läuft im Karpaltunnel. Wo kann der eingeklemmt sein? Hier im Karpaltunnel, sonst nirgendwo. Nur hier? Unten, ja. Nicht hier am Hals oder so? So, dann ist aber ein Bandscheibennerv. Ja, kann das sein, dass ich was an der Bandscheibe habe? Ja, kann sein. Ne, nur das kriegen wir nur durch ein CT der Halswirbelsäule raus. Also durch den ja, genau. Ne? Bin ich irgendwie anders vielleicht? Nee, ganz normal. Das kann ja auch ausstrahlen. Nur das finden wir wirklich raus, indem wir es in die Röhre stecken. So, ja, da habe ich aber Angst vor. Ja. Also ich würde es jetzt auch erstmal behandeln mit Akupunktur, mit Krankenlassen. Ja, weil ich mehr können Sie symptomatisch sowieso nicht tun, sage nee, ich jetzt mal. Bei mir ist es nur, dass ich tatsächlich, wenn ich das mit so diesem Shiatsu-Kissen massiere, dann wird es besser. Ja, das spricht ja dann dafür, dass es schon auf Krankengymnastik oder Dehnung reagiert. Ja. Brauchen wir nochmal ein neues Rezept, oder? Ja. Dann schreibe ich Ihnen nochmal. Super, danke. Ja. So. Dann wollen wir uns mal entspannen. Paar Nadeln. Das tut dann ein bisschen. Aua, aua. Ah, das tut immer so weh. Oh, hier reagiert so doll darauf.